bin ich? Ach, du meinst den Kleinwüchsersündigen. Ganz ehrlich, die Game-Idee, die ich habe, ne? Das habe ich aber auch schon das erste Mal gehabt, als ich das Spiel hier gespielt habe. Bruder, pass auf. Du kommst ja hier rein, dass der allererste Boss, den du bekämpfst. Und da der ja am Anfang ziemlich schwer ist, wenn du kein anderes Dark Souls oder so gespielt hast, wenn du das gar nicht kennst, ne, habe ich mir was überlegt, um den Kampf einfacher zu machen. Rein theoretisch könntest du, wenn dieses Grab hier ein bisschen weiter rüberragen würde oder so, könntest du dich hier hinstellen. Der Gundir muss irgendeine riesige Attacke machen oder also irgendeinen schweren Angriff. Und wenn er dann den Sarg dabei trifft, fällt einfach oben die Decke, also der Deckel vom Sarg, einfach auf ihn rauf und tötet ihn. Bruder, das wäre eine Idee, die ich echt krass feiern würde, ne? Dark Souls-Macher, wenn ihr mich gerade gesehen habt, ne? Ey, Credit bitte. Was? Vorsicht vor Ritter, deshalb Zeit für parieren. Was für parieren, Digga? Einfach Wald? Ach nee, ist ja normal. Okay. Kurz mal gucken, ob hier irgendwelche Items liegen. Das ist ganz schön scheiße, wenn das hier so ruhig ist, ne? Oh ja! Was für parieren, Bruder. Ich mach den Two-Hit. Kurz eine andere Waffe nehmen. Vielleicht doch nicht. Ich glaube, irgendwer ist bei mir in der Nähe. Da hinten. Okay, ich glaube, der sieht mich nicht. Alles gut. Fetzerkammer. Und die Rüstung. Abfahren. Das wird lustig. Geht der jetzt da? Patrouilliert der hier so oder was? Angriff! Oh! Diese Wichser mit dem Schild! Easy. Okay, okay, okay. Hier ist gar nichts. Normalerweise liegt hier Shit. Einfach alles leer. Glaubst du, dass du heute fertig willst? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Weil ich mit meinen Jungs ja auch darüber gequatscht habe. Die spielen ja auch Swiss zum Beispiel. Der spielt auch nebenbei Dark Souls 3. Guter Kollege von mir ist süchtig nach dem Game und so, und die meinen, dass ich ungefähr auf Level 120 am Ende bin, und ich bin jetzt auf Level 90. Also 100 bis 120. Ja, also da ist auf jeden Fall Luft nach oben, ne? Oh! Oh, der hat gesessen, Bro. Noch nicht treten. Oh, der tat gut, Bro. Der war nicht schlecht. Aber ich habe mir schon überlegt, ob wir es nicht beim nächsten Mal dann so machen, wenn ich es jetzt nicht durchkriege, dass ich dann morgen oder so sage, oder vielleicht irgendwie am Montag, Mittwoch, dass ich so lange spiele, bis ich das Spiel durch habe. Und wenn ich dann am Ende hier einen 12-Stunden-Stream draus mache. Weißt du, so scheißegal. Aber ist noch nichts fest, ja? Beruhig dich. Wäre nice. Auf jeden Fall, finde ich auch so. Finde ich auch. Aber ich muss natürlich auch ein paar Vorbereitungen treffen. Ehewand, ich halte es nicht aus. Ja, das ist halt, oh, das ist der Schrein, wo ich immer bin. Da liegt eine Seele. Ich geh erstmal gucken, was hier abgeht. Zum Zuschauen fühle ich DS3 auch. Ja, das Ding ist halt, ne, bei mir so, ich bin ja klar, switche ich dann von 2K auf Dark Souls so. Und ist klar, dass da nicht alle mit rüberkommen. Bei mir ist, wie gesagt, das ist eigentlich relativ, Bro, ne. Es ist einfach nur gut, wenn ich mich mit irgendjemandem hier nebenbei noch unterhalten kann bei Dark Souls 3 so. Und nicht den ganzen Shit allein erlebe, weißt du? Oh, Riesenbaumsamen. Du willst einen Riesenbaum pflanzen, oder was? Oder wie hier auch einfach gar nichts liegt, ne? Tür können wir nicht aufmachen. Nicht voraus Vorrichtung? Warte mal, hier gibt es so ein Jump, den man machen kann. Dann kommt man da oben rauf, obwohl man da eigentlich gar nicht rauf sollte. Warte, ich probiere den ein paar Mal. Ah, das war ein bisschen deep. Immer ein bisschen entspannter als 2K. Ich sag dir ganz ehrlich, als Ausgleich ist Dark Souls 3 auch ein sehr nices Game gegenüber
2K. Das war schon knapp. Easy, Bro. Easy. Ich glaube, wenn ich unten die Seele aufsammle, dann passiert irgendwas. Erstmal rumgucken. Hast du schon mal versucht? Habe ich es damals geschafft oder nicht? Geht. Damals nicht geschafft. Digga, gucke. Geübt. Mashallah. Guck, ob hier noch irgendwas ist. Nee, gehst du wieder runter, ne? Manchmal gibt es ja auch unsichtbare Wände. Ne, nicht wundern, dass ich die Wände boxe. Die haben mir nichts getan. So. Weißt du, warum viele den Hammer nicht spielen, den ich hier spiele? Weil der übelst viel Sicht verdeckt. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe zwar nie drauf geachtet, aber das stimmt. Wenn man so guckst, Bro, du siehst nur noch, also siehst echt viel, viel weniger durch den Hammer. Sag mal so, so ein Achtel vom Bildschirm ist auf jeden Fall einfach abgedeckt. Solange bis du triggert warst und dann zu heute gegangen bist. Ja, okay, dann weiß ich wieder was anderes. Blöder Wichser. Ja, chill. Bruder, er stackt auch einfach nicht. Ich wollte gerade sagen, Bro. Tun die Schläge einfach nicht weh, oder was? Ja, Bruder, gar kein Ding. Hast du noch einen größeren Hammer? Der reicht nur noch bis... ganz ehrlich, weißt du, wer mich am meisten tiltet, wenn ich Dark Souls 3 spiele? Oben, Bro. Digga, wenn er wieder anfängt, nimm doch ein anderes Schwert. Fähig einfach zum anderen Menschen. Noch irgendwas hier? Oder war es das? Ich glaube, das war's, ne? Das war's halt wirklich, Leute! Ich glaube, die haben vergessen, das Level voll zu machen mit Items. Hier liegt ja einfach nichts. Gut, dann gehe ich nochmal rein. Schon sagen, hier läuft einer rum. Fragment des gewundenen Schwertes. Das Schwert, was diese Leuchtfeuer macht, oder was? Wenn wir irgendwas am Thron machen? Ja, eine Riese. Das ist halt genau der Feuerbandschrein, wo wir immer rumhängen. Wo geht's denn hier hin? Jo, dann gucken wir mal kurz hier durch, ne? Ist die Alte da? Nee. Nee. Sie ist da? Well, fancy that. Keiner ist da, aber die, oder was? Schattenwelt? Das kann gut sein. Soll diese von damals hier ehrlich sein? Bitte nicht, Bro. Oh, ich kann zweimal Glück kaufen. Das mache ich doch direkt. Was ist das? Wolfsritter-Gamaschen. Oh, ich kann das Artoria-Set beim Kaufen. Den Turmschlüssel. Erhöht Glaube. Für 1000. Machst ja nichts falsch. Ja, das war's. Ne? To scourge the tarry knot is dark for now, and more perhaps that, like the poor. Welches arme Mädchen? To scourge. Ach, quatsch mir nicht voll. Muss André? Muss man besser von? Ein Schmiedehammer, ja, danke dafür. Hier ist keiner? Oder ist ja ganz weird, wenn hier keiner rumläuft. Hier ist gar keiner. Ich guck kurz auf der anderen Seite, das kann ja nicht sein. Jungs, einer zu Hause? Hallo, hallo? Zeit für Traurigkeit. Da hinten ist noch ein Item. Das ist irgendwie so eine Parallelwelt oder sowas. Asche einer Hülle. War das Item von der da, weil die als einzigste hier tot ist oder was? Weil wenn man so überlegt, in dem meinem Feuerbandschrein ist die Alte ja einfach gestorben. Anscheinend an Altersschwäche oder sowas. Warum, obwohl du nicht da bist? Ja, nee. Ihr Watchtime-Geier.
Oder ist oben die unsichtbare Wand? Ich muss mal kurz gucken. Die Welt der Toten. Ja, das stimmt. Eigentlich sind wir ja schon auf der Welt der Toten, ne? Ist ja dieser Fluch, der ist ja so, dass hier kein Mensch sterben kann. Das ist ja auch irgendwo logisch erklärt, dass zum Beispiel die ganzen Gegner immer wieder respawnen. Weil die sind im genau gleichen Kreislauf wie wir gefangen. Wir werden ja auch immer wieder belebt, bloß mit weniger Menschlichkeit. Bloß wir sind stark genug, um irgendwas gegen den Fluch zu tun. Die sind halt einfach Menschen und ergeben sich dem. Leute, ist das euer Ernst? Das war's? Irgendwas habe ich hier verpasst. Ja, ist richtig. Oh, ist busy. Maschallah, Digga. Maschallah. Oder ich will nur eine Antwort. Du stehst auch auf kurze Antworten. Muss ich hier noch irgendwas erledigen? Ja oder nein? Habe ich jetzt hier irgendwas Obvious verpasst? Ich glaube, ich muss mal den Baum hochspringen. Gucken, ob das komische Nest da ist. Warte, ich muss noch mal kurz den Baum machen. Wo die Blinde ist. Oh, Maschallah, warte kurz. Einfach first try, Bro. Einfach first try, Digga. Ich sag euch, Jungs, in letzter Zeit sollte ich eigentlich Lotto oder so spielen. Hier ist auch dieses komische Vogelnest, wo man Sachen reinlegen kann. Was jetzt? Ah, mein Nacken, Digga. Rex Eastbourne. Imagine. Ihr wollt mich doch verarschen. Hier ist einfach gar nichts. Eine offene Truhe. Und danke da wieder. Gut, warte. Unsichtbare Wand, sagt der schlaue Mann. Hinter der alten oder? Oder ich treff die doch. Gut, den habe ich jetzt zweimal. Passiert. Passiert, Jungs. Ist, ich hoffe, es ist nicht schlimm. Das ist ja nicht die alte, wo ich level, Digga. Alles in Ordnung. Einfach unschuldige. Psst. Welche Blinde? Ach, warte mal. War das die hier hinten? Oder sie stand aber auch ganz unglücklich. Ganz weirde unsichtbare Wand aber auch. Auch wieder Feuerhüterin. Okay, okay. Oder weh, die alte jetzt ist in meinem Feuerschrein, ist auch tot, ne? Aber eigentlich ja schon, ne? Das ist doch eigentlich. Weiß ich nicht. Ah! Oh Mann. Ab nach Hause, ne? Haben wir das optionale Gebiet auch? Hey, 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 hey. Mal direkt mal gucken, ob meine noch lebt. Ja, meine ist noch da. Oh, das ist eine Leiche. Oh, gegeben. Ashen One, are these... Ja, das sind deine Augen. Are these eyes? Mhm. How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing. Okay. Very well. Then top eight. Gibt es nicht irgendwie mal ein Leben umsonst oder so, ein Level? Arschloch. Was? Ashen One.
Mein Dank für die Augen. Die mir gab. Es verboten. Die jetzt auch töten. Nein! Oder was soll ich machen? Hilfe! Mama, ich brauche Hilfe! Was soll ich machen? Erste? Ehrlich jetzt? Of course. Natürlich. I serve thee. This will be our private affair. Das ist gut, dass niemand davon erfährt. Find lords to link the fire until the day of thy grim. Ashen one, kill me. Töt mich und reiß mir diese Augen. I will return as the firekeeper I once was, it has always been. Der Welt ohne Flammen, das ist nicht gut. Ich habe ja gerade erklärt, die Flammen haben ja eigentlich erst das Leben in die Welt gebracht. Die muss doch jetzt auch irgendwas erzählen. Speckstein. Gracious. Passing fine outlet. This I only hope these new. Die hätte wahrscheinlich auch die Artorias-Waffen und so, ne? Ja, hat sie. Okay, Jungs, dann kommen wir noch mal ein paar Mal eine Glut. Mit Glut macht man nichts verkehrt. Und Abfahrt. Endgame. Also wirklich Endgame jetzt. Hauptstory. Du hast meine Mom getötet. Sag es nicht zu laut, ey, nicht, dass so einer glaubt. Was kann ich mit diesem gewundenen Schwert machen? Hast du noch ein Essos, wo ich was machen kann? Nö. Okay. Ja, ja. Pretty, be careful. So. Ja, wie gesagt, hier waren wir fertig, ne? Burg Lothric. Ah, da habe ich ja schon Bock drauf. Also heute haben wir wirklich schon mal einen Boss. Das ist doch gar nicht bad. Das ist unendliche Heimatknochen. Ach, mashallah. Okay. Uff. Das ist nice, Digga. Das ist nice. Also kann ich jetzt immer nach Hause, wenn ich möchte. Jungs, wenn ihr Bart habt, ist auf jeden Fall Abfall. Ihr trinkt einmal was, ihr habt überall Tropfen Wasser. Ja, Jungs, geht ihr mal da lang, ich muss hier lang. Alles cool. Shit, ich bin ja noch ein Mensch, ne? Das ist nicht gut, wenn ich ein Mensch bin, weil ich spiele auch online. Kann sich irgendein lustiger Hampelmann denken, kann ich Rex abfolgen. Oder gestern auch bei Dark Souls 1. Mich hat hintereinander zweimal der gleiche Typ invaded. Und ich habe ja erzählt, ich bin dieser Fettsack. Ich kann eh nichts machen. Schnauze. Oder ich bewege mich. Ich bin bewege mich wirklich in Zeitlupe, Digga. Er läuft einfach um mich rum und backstabt mich die ganze Zeit. Okay, Jungs. Irgendwer ist doch hier. Oha! Ich brauche mal mehr Schaden gemacht, mein Freund. Guck, du Sau! Kann man sich nur killen oder auch helfen? Man kann sich auch helfen, Bro. Das geht auch. Das hat Swiss letztens gemacht, da hat er sich vor irgend so ein Tor gestellt, hat seine Schrift auf den Boden gemacht und andere Leute dann können in ihren Spiel, oder sehen dann die Schrift in ihren Spiel, mashallah, und können dann Swiss rufen. Oh, fängt das jetzt mit Painting-Shit an? Die Zeit für Dickwanst. Ich bin Dickwanst! Meine Zeit! Was hast du an Anfang? Das ist leider true. Okay, was hat er gemacht? Oh, ihm ging es aber gar nicht gut, ne? Okay, darunter ist keine Option. Gut. Kann ich da...
Zeit für Dickwanz. Was bedeutet denn das? Oder ich habe gerade irgendwie gedacht, hier ist ein Schatten, Alter. Heute habe ich aber auch wirklich Hallos. Anfall Schnauze. War's das? Das kann doch nicht sein. Ich will da rein. Super Mario. Gut, dann müssen wir weiter. Heute lassen wir aber auch Zeit. Habt ihr recht, Jungs. Er ist auch ganz lustiger dahinter. Ein ganz lustiger Typ. Fast totgelacht. Oh! Wie? Einfach drei Schläge hält er aus. Und der ist ein Schlag. Jungs. Reicht auch, wenn einer auf mich schießt. Ach, er hat mich mit dem Zeug abgeschmissen, wo ich mich jetzt gar nicht heilen kann. Wie lange dauert denn das? Bis er weg ist. Ach, Jungs. Ist gut. Oder die shooten wie wir in 2K. Treffen gar nichts. Nennen den einen Kilo und den anderen Leander. Leander, bleib hier. Kommt auf einmal Niki aus dem Nix. Ja, hey. Dir trete ich in den Arsch. Und den. Auf den Kopf. Der Bud Spencer Schlag. Oh, dem Ritter geht's hier aber nicht mehr gut. Hier ist doch irgendein Fettsack. Ich habe ihn gerade gehört. Was ist das? Vor allem, das kommt von unten so. Noch ein Leuchtfeuer. Bruder, ich kann mich totschmeißen mit Leuchtfeuern hier. Noch eine Glut. Schmeckt. Es kommt mir alles hier ein bisschen spanisch vor. Una es der Cerdo. Una es der Cerdo. Und dieser Fettsack kriegt mich auf, der die ganze Zeit da rumstürzt. Es ist mir alles nicht koscher. Ich kann hier einfach rumlaufen. Okay, da ist der erste Motherfucker. Oh, oh, der hält aber was aus. Eieieiei. Immer gut. Nicht so lange, ne? Auch noch mit. Wann spielst du eigentlich mal wieder mit deinen Neffen oder Cousin? Weiß nicht mehr ganz genau, mit dem Fortnite gespielt hast. Ich spiele letzter echt oft Offstream mit ihm. Aber das Ding ist, bei meinen Neffen, der kommt dann nicht so drauf klar, wenn man im Internet ist und das, es welche Lost Boys gibt, die einen einfach nur aufregen wollen. Verstehst du, ich meine, der lässt sich da schnell triggern. Och nie, was? Wo ist das Mac gesamt? Bei deiner Mom muss ich nochmal waschen. Das geht auch mal, ist gut bei dir. Aber trotzdem schön, dass du mit ihm zockst. Ja, ja, muss ja immer mal sein. Aber der wird auch langsam groß, ne? Zocken ist nicht mehr so sein Hauptding. Was soll ich denn bei diesen Drecksdrachen machen, Alter? Wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht? Was soll ich denn bei Drachen machen? Ja, auch bei Tukia Krieg. Hast du mich irgendwo fest? Ja, true. True. Nicht mit Gringo, mit irgendwen anders. Beziehungsweise hat er gefrontet. Und Gringo hat dann noch Benzin ins Feuer gekippt. Hast du recht. Und was soll ich denn machen, Alter? Wollt ihr mich verarschen? Hilfe?
runterkommen. Ich kann mich doch nirgendwo droppen lassen. Oh. Der Drache einfach wieder da. Ich glaube, hier gibt es ein paar. Das war auf jeden Fall nicht der einzigste. Sein Schwert. Ja, ist doch gut. Oder wie er mich einfach hier hinten auch trifft. Irgendwo. Kann man da unten durchgehen hier? Nee, ist auch zugeschüttet. Ist hier Leiter? Nein. Mann! Ich kann doch nicht einfach bei den Drachen da durchlaufen. Oh, nein. Oh. Das war gottlos. Hey! Arschloch. Das kommt mir ganz komisch vor. Ich muss ja hier irgendwo anders lang können. Und dem Fetzer höre ich ja auch noch. Tötet hier nochmal alles, gar kein Problem. Hä? Der da oben wirft. Los, Digga. Das wisst ihr schon seit 2 Jahren Volk. Ja, Bruder, der ist seit Anfang an dabei. Also wirklich seit Anfang an, Digga. Mein allererster Fan. Ist das der Fettsack? Aber der hat doch eben auch Geräusche gemacht. Nein. Oh, chill doch mal. Er schmeißt mal seine Äxte an meinen Kopf. Und er hat einfach noch ein paar. Ja, aber ich höre doch die ganze Zeit noch einen Fettsack, wenn ich da langlaufe. Da. Wo ist der andere Fettsack? Jetzt höre ich ihn auch nicht mehr. Zyban hat sich verändert. Imagine. Imagine. Die Quest vom Zwiebelmann ist aber auch schon vorbei. Ne? Habe ich auch verpasst natürlich. Ey, Bruder, ich raff das nicht. Hey. Oder ich muss ich so. Oder fuck off? Hä? Oder wie soll ich denn? Ja, dann laufe ich jetzt einfach durch, ne? Da muss ich hin. Nein! Ja, okay, ich kann aber hier durch. Alles in Ordnung.